Herzlich willkommen, Leute, zu diesem Let's Play. Ihr seht zwar noch kein richtig flüssiges Video, ihr hört jetzt einfach nur hier so eine Voice-Over-Stimme, denn die Folge an sich geht nur 200 Minuten und ich habe jetzt keine Zeit, noch was aufzunehmen und ich will euch natürlich unter 4 Minuten nichts bieten, weil das einfach nur total behindert ist. Deswegen laber ich mit euch jetzt noch ein paar Minuten und zwar sollte dieses Video eigentlich am 13. rauskommen. Wenn das richtig ist, dann bin ich richtig gut geplant, denn ich bin ja über die letzten 3, 4, 5 Tage in Berlin gewesen. Das heißt, ich konnte nicht unbedingt was aufnehmen und ich hatte auch sowieso viel Stress dann. Ich hoffe trotzdem, die Folgen sind pünktlich online gekommen. Ich habe da mit Paddel was abgesprochen, dass er das immer online stellt. Und ja, mir wurden in den letzten paar Folgen immer mal wieder Tipps gegeben, was ich so verändern kann an meinen T-Worlds. Und das werde ich natürlich in der nächsten Aufnahmesession direkt umsetzen. Also da werde ich auch Kommentare raussuchen und so, habe ich ja versprochen. Beziehungsweise ich noch versprechen. Oho, denn das Ganze kommt natürlich jetzt in der Folge. Also ich erzähle da was drüber in dieser Folge. Und ja, wir haben jetzt noch gute anderthalb Minuten, eigentlich nur noch eine Minute Zeit. Eine Minute und 20 Sekunden Zeit, was zu bereden. Ich habe mal eine Frage an euch und zwar, wie findet ihr eigentlich unsere Folgen, unsere Let's Plays? Schreibt einfach mal in die Kommentare, damit wir auch uns immer verbessern können. Bei Paddy ist ja das Problem, ich weiß es selber, zum Beispiel gerade in dieser Aufnahmesession, die wir jetzt hatten, er hat ein richtig beschissenes Mikrofon. Das merkt man einfach daran, dass nicht nur seine Stimme aufgenommen wird, sondern auch seine ganze Umgebung da, seine Klopfgeräusche auf der Tastatur. Und da das Mikrofon so viel Bass hat, wird es einfach mal komplett über meine Stimme gelegt und man hört gar nichts mehr von mir so. Das ist ein Problem, das müssen wir irgendwie beheben, müssen wahrscheinlich ein neues Mikro kaufen. Ich muss mir auch mal demnächst ein neues Mikrofon kaufen. Das liegt nicht daran, dass es schlecht ist, sondern dass ich das nicht groß verwenden kann. Weil es ist ein USB-Mikrofon, das geht direkt in den Computer rein. Das heißt, ich kann damit nicht groß was mit einem Mischpult machen. Deswegen muss ich mir eins mit Kabel kaufen, das auch direkt ins Mischpult geht. Aber da schauen wir mal einfach mal. Gut. Das auch alles, was ich sagen wollte, also nimmt bitte den Ton immer nicht zu sehr bitte drückt uns das nicht zu sehr in die Fresse, weil wir genau wissen, dass der Ton nicht immer geil ist. Da arbeiten wir ja immer dran. Ich bedanke mich, habt jetzt viel Spaß mit dem Let's Play. Dann, was wollte ich noch sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Also, wir sehen uns und ciao. Pata noch ein bisschen spielen. Also ich finde, wie gesagt, weil so, wenn man sich Sachen so illegal herunterlädt, ist sowieso nicht gut. Aber wenn man dann immer noch gepackt wird, Freunde, dann finde ich so ein kleiner, so 100 Euro oder so, sind schon dafür. Sind okay, also so 400, 500 Euro, so 600 Euro ist schon ein bisschen zu viel, finde ich. Aber solche Werbung, die bringt es überhaupt nicht. Also so Sachen wie, ja, hier, hat ja die ganzen Werbung, die früher mal liefen, meiner Meinung nach hat es fast gar nichts gebracht, so. Also bei mir jetzt, ne, hat man ja gemerkt, sonst hätte ich da damit aufgehört. Es lag einfach daran, glaube ich, dass man einfach nicht so viel... Also die waren wohl gut gemacht, aber es lag eher daran so, dass es nicht viel gebracht hat, weil man eigene Erfahrungen machen soll. Deswegen. Aber okay, ne, es ist passiert, macht man nie wieder und deswegen ist es okay. Also, da gibt es auch weitaus schlimmere Sachen, die man mit Geldstrafen bezahlen muss, wenn man eben richtig Stress mit der Polizei hat oder so. Das ist ja weit schlimmer, als wenn man da so ein bisschen was runterlädt. Das ist ja nicht wirklich, das ist ja keine Sachbeschädigung oder so. Das ist schon ein bisschen was anderes. Also. Jo, Freunde, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt bei dieser weiteren Folge. Passend dazu bin ich jetzt runtergefallen. Danke an Paddel. Paddel, willst du noch was sagen in den letzten paar Sekunden? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte Ciao sagen. Alles klar. Ich sag auch Ciao. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Drückt gefällt mir, kommentiert es, wenn ihr was zu sagen habt. Ich habe nämlich eine Kommentarfrage. Und zwar, die Frage ist, wurdet ihr schon mal gepackt? Beziehungsweise kennt ihr einen, der schon mal gepackt wurde und deswegen Geld bezahlen muss? Das wäre echt mal interessant zu wissen. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Die besten Kommentare, beziehungsweise die lustigsten oder die spektakulärsten, werden in der nächsten Folge dann auch kommentiert und dementsprechend auch rausgesucht. Alles klar. Paddel, Abschlusssatz eben noch. Hab schon Ciao gesagt. Alles klar. Paddel sagt Ciao, ich sag Ciao. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.